Hallo, ich bin John, Vorsitzender der Candy-Industrie. Hi, ich bin FDA Adam, Leiter unserer Organisation. Ich weiß, ich hatte Ihren Job, bevor ich bei meiner jetzigen Firma anfing. Was für ein lustiger Zufall. Nun, wie kann ich Ihnen heute helfen? Ich habe ein neues Zahn- und Zahnfleischschutz-Candy. Und ich hoffe, es noch heute genehmigt zu bekommen. Was kann das Candy tun? Es bietet Menschen Zahn- und Zahnfleischschutz gegen eine sehr katastrophale Mundkrankheit, die Zähne verfaulen lässt, von dem kaum jemand verfaulte Zähne bekommt. Das klingt absolut katastrophal. Meine Ohren sind offen. Wir arbeiteten lange und hart an diesem Candy für mehrere Monate jetzt und es ist fertig für den Markt. Aber Candys wie diese brauchen eigentlich ein Jahrzehnt für gründliche Sicherheitstests. Nun, mit unseren klinischen Langzeitstudien von 1,5 Stunden sammelten wir einen Haufen Daten, die sehr gut die beeindruckende Sicherheit unseres Candys dokumentieren. Das Wühlen durch die Berge genauer Statistikdokumente braucht eine Weile, aber ich denke, Sie werden sehr beeindruckt sein. Kann ich Sie sehen? Ja. Ist da mehr? Bereits da. Ist das Ihr Cran? Wahrscheinlich. Beeindruckend. Gewiss über unseren strengen Sicherheitsstandards. Klasse. Aber ich muss ein Geständnis machen. In dem Kleingedruckten dort. Sie sehen die Zahl der verfaulten Zähne, die nach dem Verzehr unseres Candys gemeldeten, die mehr waren als bei der Kontrollgruppe, die unser Candy nicht aßen. Aber es gab noch mehr verfaulte Zähne als die, die gemeldet wurden. Trotzdem, wir planen es niemandem zu erzählen. Und hoffen, das ist kein Problem. Mich interessiert vor allem die Zahl der verfaulten Zähne, die Sie meldeten. Weil die Zahl ist nicht sehr hoch. Sie klingt genauer als die tatsächliche Zahl verfaulter Zähne. Danke für Ihren Respekt der Wissenschaft. Jetzt zum Thema Wirksamkeit. Grundsätzlich genehmigen wir nicht einfach Candys Design zum Schutz der Mundgesundheit, die nachweislich der Mundgesundheit schaden. Das Candy muss auch wirksam sein. Bietet es den vollen Schutz? Ja, wir und das Candy sind voll geschützt. Ich bin froh, dass Sie geschützt sind. Oh, was ist mit den Menschen, die es einnehmen? Ist es für die auch effektiv? Effektiv? Ja, es ist super effektiv. Ich meine, eine Person kann es essen und dann sind Zahn und Zahnfleisch 100% geschützt vor Dingen wie Läuse und Klimawandel und so Dingen, die ihre Zähne angreifen. Ist es 100%ig effektiv für die? 100%. Es geht ihnen gut, wenn sie ihr Candy essen. Absolut. Es klingt so, als bräuchten nur Menschen mit hohem Risiko für Zahn- und Zahnfleischkrankheit ihr Candy. Nein, jeder andere muss ihn auch nehmen, denn sonst wirkt dieser 100% effektive Candy nicht für den Einzelnen. Warum das? Sicherheitsgrund. Denn wenn Sie hier die Gewinnspannen sehen, wenn jeder es nehmen muss, dann wird das Candy viel sicherer und effektiver fürs Business. Aber wenn nur Hochrisiko-Individuen es nehmen, dann können Sie sehen, laufen wir Gefahr, dass Glück profitabel. Ich mag die Candy-Wissenschaft. Der Fakt ist, Candy-Effektivität ist so wichtig. Wir brachten bereits Aktentaschen voller Geld zu Schlüsselpolitikern. Das lässt Gesetze durch, die Menschen zum Kauf und Essen unseres Candys verpflichten. Für den Schutz von Zahn und Zahnfleisch. Bezahlten die Menschen nicht für die Entwicklung dieses Candy mit ihren Steuern? Ja, das taten sie. Und dann werden sie verlangen, dass die für das Candy zahlen, die die Entwicklung bereits bezahlten? Ja. Bekommen die Menschen Gewinnanteile von dem Candy, dessen Entwicklung sie zahlten? Nein. Ihre Firma behält all den Gewinn? Nein, technisch nicht alles. Denn 75% ihrer Finanzierung kommt von uns. Technisch gesehen bekommen sie auch was von dem Profit. Ein beeindruckend effektives Candy. Danke. Wir sind sehr stolz auf unsere Arbeit. Neben verfaulten Zähnen gibt es Seiteneffekte bei diesem Candy, welche über die sich Menschen, die ihre Mundgesundheit schützen wollen, sorgen sollten? Nun, wir fanden einige junge Menschen, die Zahnfleischentzündungen bekamen. Junge Menschen bekommen Zahnfleischentzündungen vom Essen eines Pflichtcandys zum Schutz ihrer Mundgesundheit von etwas, vor dem sie nicht geschützt werden müssen? Glauben Sie nicht, die Öffentlichkeit wird das ablehnen? Nein. Nein, wir arbeiten an der Verharmlosung der Folgen von Zahnfleischentzündungen über die Medien. Wie das? Nun, Sie wissen, wie wir die Medien bezahlen, Angst in Menschen vor Dingen zu erzeugen, die keine Angst machen sollten? Ja. Wir bringen Sie dazu, das Gegenteil zu tun mit der Sache, dass Sie Angst haben sollten. Außerdem starten wir die Medienkampagne Das Bluten der Zahnfleischentzündung beim Klimawandel. Die Klimakrise war das, nicht wir. Die Art von Sache. Was ich Sie sagen hörte ist, da sind keine Nebenwirkungen, die Menschen besorgen sollten.
Ich könnte nicht ehrlicher sein, aber ich habe eine Sorge. Oh mein Gott, berührte ich Ihr Produkt? Nein, Sie sind sicher. Meine Sorge ist, dass im Namen der Ehrlichkeit und der Transparenz zu der Öffentlichkeit, der wir dienen, ein Gericht Sie, die Behörde, reguliert und die Freigabe anweist aller meiner Produktdaten. Jesus, das wäre schrecklich. Ich verstehe Ihre Sorge. Sie brauchen nichts befürchten. Ich bitte einen Richter, dass er uns bis 2076 Zeit lässt für die Freigabe Ihrer Candy-Daten. Das wäre das Beste für unseren Profit. Ja. Aber jetzt habe ich eine Sorge. Shit, ist da was von an mir? Nein, es ist nicht das. Es ist nur, wenn Einzelne oder Journalisten die Wahrheit herausfinden, zurückgehalten für den Schutz unseres Profits, für den Schutz der Effektivität unseres Profits. Keine Sorge. Große Candy-Freunde bei Big Tech werden jeden zensieren, der wahr oder schlecht über unser Candy spricht. Zensur ist immer auf der richtigen Seite der Geschichte. Richtig? Wer auch immer Wahrheit oder Falschinformationen über unser Candy schreibt, ich label ihn als kriminell. Großartige Idee. Hey, was ist das? Nur ein Preis an mich für das Bezahlen müssen der größten kriminellen Suche der Geschichte. Ich hörte alles, was ich brauche. Ihr Candy kriegt die volle Zulassung. Sie sind frei, terrorisieren Sie das Volk. Danke für das Kümmern um die Öffentlichkeit und unschuldigen Kindern mit ihren strengen Sicherheits- und Prüfstandards. Stern was?